6. Mai 2018, wunderschönes Wetter, viele Leute gehen spazieren, auch ich habe heute einen Spaziergang gemacht, von Wattershausen nach Kröpzig an der Frune lang, also da gibt es ja Natur pur. Und was habe ich gesehen? Zwischen Kröpzig und dem Akazienberg wächst ein Baum, den es deutschlandweit, glaube ich, einmalig gibt. Ich werde mich jetzt mal so drehen, dass ihr den seht. Und zwar, oder frage ich erstmal, wer kennt den Tassenbaum? Ein Tassenbaum, an dem wachsen Tassen. Der steht hier unten an der Fuhne. Fuhne ist ein kleiner Fluss. Ich drehe mich jetzt mal langsam rum und werde diesen Baum hier mal mit in Beschlag nehmen. Hier hinten seht ihr ihn schon. Also, es ist der Kröpziger Tassenbaum. An diesem Baum hängen 17 Tassen momentan. Es gab eine Zeit, da haben sie mal die Tassen geklaut. Da hat aber jemand dann im Facebook reingeschrieben, lieber Dieb, ich habe dich gesehen, wie du diese Tassen geklaut hast. Wenn sie bis morgen nicht wieder da sind, dann werde ich deinen Namen hier veröffentlichen. Und ruckzuck hingen die Tassen wieder da. Und es sind mittlerweile immer mehr geworden. Damals, wie die Tassen geklaut wurden, waren es 6 oder 7. Jetzt, wie gesagt, hängen 17 drin. Von der Weihnachtstasse bis hin von der Kindertasse, bis hin zu Ortstassen, wo Namen mit drauf sind und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, ich finde den richtig schön. Es ist auch immer mehr eine Touristenattraktion. Es kommen viele da vorbei, die hier mit dem Hund spazieren gehen. Und was sie jetzt neuerdings noch machen, um den Baum ein bisschen aufzupeppen, es werden bunte Bänder mit herangehangen. Also ganz, ganz klasse. Es klaut auch momentan keiner. Im Gegenteil, es werden immer mehr Tassen hingehangen. Und weil dieser dünne Baum die Last irgendwann mal zu spüren bekommt, haben sich Leute schon gedacht, fangen wir einen neuen Baum an. Der steht ja genau gerade rüber. Hier oben hängt auch schon eine Tasse an dem Baum dran. Wie die ganze Sache zustande gekommen ist, gibt es natürlich eine Geschichte. Aber das ist nur eine Anekdote. Aber bestimmt ist nicht ganz so klar. Es soll wohl ein Jägermeister hier in Kröpzig, er lebt leider heute nicht mehr, der Herr Hübner, hat wohl hier unten eine Tasse hingehangen mit Vogelfutter, damit die Vögel was im Winter zu fressen haben. Das wurde ausgefressen, aber die Tasse wurde vergessen wegzunehmen. Und irgendwelche Leute haben dann später gesagt, okay, ich hänge meine Tasse auch mit dran. Dann natürlich sind ein paar etliche Tassen in der Fuhne hier angeschwommen gekommen. Das ist ja unser kleiner Fluss, der hier vorbeifliegt. Und die wurden rausgeangelt ab und auch an dem Baum dranjagen. Also wie gesagt, das ist die Geschichte vom Kröpziger Tassenbaum. Wer ihn sehen möchte, muss einfach in Kröpzig am Sportplatz Richtung Fuhne runtergehen und dann Richtung Akazienberg. Und da wird er dann schon irgendwann an diesen Tassenbaum vorbeikommen. Vielleicht kann er eine mitbringen. Wir freuen uns auf die erste internationale Tasse, die hierher kommt nach Kröpzig. Und deswegen sage ich erstmal, lohnt sich hierher zu kommen. Tschüss.